Herzlich willkommen im Touch-Studio, eine weitere Veranstaltung. Mein Name ist Jan Feddersen, ich bin Redakteur der Taz. Im Januar, Februar wurden ungefähr die Bücher seitens der Taz ausgesucht, die wir bei uns im Touch-Studio unbedingt präsentieren wollen. Ich habe ganz leise, trotzdem nicht unhartnäckig, mich um diesen Autor bemüht. Und als ich ihn dann sozusagen gewonnen hatte, ihn würde ich moderieren mit seinem Buch. Da kannte ich von seinem Buch nicht mal die Fahnen, aber ich kannte ungefähr die Thesen. Ich stand noch mehr in Flammen und war beglückt. Das passiert bei einem fortgeschrittenen Leben nicht so oft und ich war ziemlich zufrieden. Und dann habe ich gedacht, dann soll er bitte auch den Preis kriegen. Hier ist er, der Preisträger der Leipziger Buchmesse, Sachbuch Harald Jener. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Und wenn ich das bei Ihnen richtig überblicke, können wenigstens etliche hier lebensgeschichtlich einen Gutteil dessen, was in dem Buch beschrieben wird, mindestens persönlich nachvollziehen. Das ist gut, aber das ist nicht zwingend. Das Buch heißt Wolfszeit. Ein Kollege, der wahnsinnig kompetent ist und sich hier um verschiedene Visualisierungen unseres Touch-Studios bemüht, sagte: Ginge es denn um Wölfe? Und damit meinte er jetzt diesen großen neuen bundesdeutschen Zank und Zwist. Und ich hatte die Frage erst nicht ganz verstanden, weil mir war Harald Jener nicht als Tierautor bekannt. Und ich sagte, ja, auf eine gewisse Weise ging es auch um Wölfe, aber auch um Schafe. Und er war dann auf der Stelle sehr animiert und wollte zuhören. Und wenn ich das richtig sehe, tut er das gerade auch. Harald Jener, dieses Buch heißt tatsächlich eben, wie gesagt, Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 45, 55. Was ist das für ein Buch? Ja, dann fange ich doch mal mit dem Titel an. Es heißt Wolfszeit, weil die Menschen damals die Zeit selber so nannten. Elendszeit, sagen sie, aber sehr, sehr oft auch Wolfszeit. Und das war meistens verbunden mit einem Satz: Jetzt wird der Mensch dem Menschen zum Wolf. Sie hatten allen Grund, sich einander zu misstrauen, weil man sich sehr gerne übers Ohr haute damals. Man beklaute sich, man plünderte, man beraubte sich und insofern gab es eine große Angst voreinander. Auf der anderen Seite gab es ein großes Bedürfnis nacheinander. Also man hatte sich wirklich dringend nötig. Viele Menschen hatten die Angehörigen verloren, hatten die gesamte Familie verloren, also zogen als Versprengte durch die Gegend orientierungslos und insofern suchte man aneinander. Man suchte neue Freundschaften, neue Lieben und viele suchten sich auch oft nur für eine Nacht. Also was dann später unter den 68ern ein One-Night-Stand war, war in der unmittelbaren Nachkriegszeit ziemlich häufig, wie man recht freimütig auch in Tagebüchern nachlesen kann. Man hatte einfach keine Lust, alleine in dieser kalten Wohnung zu bleiben. Insofern gab es, wenn man überhaupt eine Wohnung hatte, insofern gab es beides, die Angst voreinander und ein Bedürfnis nacheinander, das viel dringlicher war, als wir uns das heute so vorstellen können. Kann man sagen, also es gibt ja verschiedene Darstellungen der bundesdeutschen und der deutsch-demokratischen Zeit nach dem 8. Mai 1945. Es gibt sehr viele kluge Darstellungen, es gibt Schilderungen, die Geschichtswissenschaft hat uns bei dem Thema jedenfalls bislang nicht so ganz und gar alleine gelassen. Ist es falsch beschrieben, wenn man sagt, das ist eigentlich eine Sozial- und Kultur- und Menschengeschichte von unten? Das ist zum größten Teil nicht falsch. Ich hatte dann nur den Ehrgeiz, darüber hinaus zu gehen. Alltagsgeschichte ist sehr oft eine Geschichte einfacher Leute. Also Alltagshistoriker lieben immer einfache Leute und können dann sehr von der Armut erzählen und irgendwie von dem knappen Essen und vom Organisieren und so weiter. Aber die Probleme des Alltags, die decken sich zum Teil eben auch mit den reicher Leute. Und ich habe dann, das ist insofern auch eine Kulturgeschichte, nicht nur eine Alltagsgeschichte. Ich habe mich dann auch sehr stark beschäftigt mit der Kunst und der Kunstdiskussion zwischen Ost und West über die abstrakte Kunst versus sozialistischem Realismus. Ein Streit, der eine unglaubliche Rolle spielte.
für die Deutschen in ganz breiter Öffentlichkeit, weil es auch ein Stück Aufarbeitung der NS-Vergangenheit so über die Bande war. Also die Diskussion über die abstrakte Kunst, die beschäftigte die Leute enorm. Auch in den ganz einfachen Zeitungen spielte die Rolle, was ist abstrakte Kunst, wie scheußlich ist sie, wie, also ist das ein würdiger Ausdruck oder ist das einfach immer noch so entartet, wie das NS-Regime das darstellte und so. Diese Fragen beschäftigten die Leute wahnsinnig. Und ein Teil der Identitätsbildung der Bundesrepublik, wie im Gegensatz dazu der DDR, verlief tatsächlich als eine Diskussion über Kunst. Und dann hat mich auch die Sprache, also der Intellektuellen oder auch der Leitartikler in den Zeitschriften und Magazinen interessiert, in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Also insofern ist es nicht nur die klassische Alltagsgeschichte, die sich mit den Problemen und Nöten der einfachen Leute beschäftigt, sondern es geht eben also bis in die Geistesgeschichte und die Sphäre der Intellektuellen hinein. Aber mit einer starken Betonung auf den Alltag. Soweit ich das verstanden habe, ist das Moment, was viele Leute, ich frage noch einen anderen Aspekt zum Vergnügen, überhaupt zur ganzen Vergnügenskultur nachher, aber der wichtigste Aspekt ist dieses, wir haben überlebt. War das eigentlich ein, so wie Sie das recherchiert haben, war das ein Gefühl, der Krieg ist vorbei oder auch der Nationalsozialismus ist vorbei? In erster Linie natürlich, der Krieg ist vorbei. Und das Gefühl, man hat überlebt, man ist diesem Chaos und den Luftangriffen entronnen, hat schon zu einer großen Freude geführt und zu, oft einfach zu einer Feier des Daseins. Man hatte wirklich Lust, den Tag auch zu genießen, weil man nicht so sicher war, ob man die nächste Woche noch würde erleben können. Denn so friedlich blieb es ja für lange Zeit auch noch nicht. Es war aber auch das Gefühl, dem Nationalsozialismus entronnen zu sein. Die Deutschen hatten etwas erlebt, was ich... Also der Kohl hat ja mal von der Gnade der späten Geburt geredet und meinte damit wir, die wir das nicht erlebt haben, und wir hätten eben leicht reden. Es gab aber auch die Gnade der erlebten Schrecken. Und damit meine ich, dass in der letzten Kriegsphase die Nazis für viele Deutsche ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Es gab ja die sogenannten Endphase-Verbrechen, die sich dann sehr stark gegen die eigene Bevölkerung richteten. Da wurden wirklich mit zum Teil recht grausamen Methoden Kinder und alte Leute noch zum Volkssturm gezwungen. Es wurden wirklich in großer Menge Leute aufgeknüpft, die sich weigerten als Deserteure. Und da entwickelte sich eben dieser fanatische Totenkopf-Nazi, der noch möglichst viele Leute mit sich in den Tod nehmen wollte. Und diese traumatische Erfahrung mit dem Regime, dem man ja lange Zeit zugejubelt hatte, führte dazu, dass die Deutschen sich in den letzten Monaten sehr stark vom NS-Regime distanzieren konnten und sich dann als Opfer fühlten. Also oft war die Rede, wir sind Hitlers erste Opfer gewesen. Und diese Erzählung war natürlich geeignet, die wahren Opfer in den Hintergrund zu drängen. Und das meine ich mit der Gnade der erlebten Schrecken. Man hat sich damit so ein bisschen um die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld drumherum gemogelt, indem man das eigene Leid so in den Vordergrund stellte. Das stand natürlich sowieso im Vordergrund und ließ nicht mehr viel Raum zum großen Nachdenken über das, was die Jahre vorher passiert ist. Sie schreiben das selber in dem Buch auch, also es hat sich in der Geschichtsschreibung zu den 50er Jahren, was sich recht wenig deckt, also mit den Erzählungen von Angehörigen, also ich weiß das selber von meinen Großeltern, von meinen Eltern, aber in der Geschichtsschreibung ist es so, es waren düstere Jahre, es waren ärmliche Jahre, und Sie haben Quellen aufgetan und sie aufbereitet, dass man das irgendwie gar nicht fassen kann. Es war ein ganz im Gegenteil sehr, ja, vergnüglich ist vielleicht zu viel, aber man hat alles dafür getan, irgendwie im, von Tag zu Tag auch mit Tanz, mit Lebenszeichen über die Runden zu kommen. Ja, es, ja.
Wir sprechen jetzt lauter. Ja. Danke sehr. Ich pack's jetzt mal so direkt. Seien Sie nicht verzweifelt. Kleiner Tipp reicht. Super. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ist es so besser? Ah, okay. Man muss den Schaum direkt am Mund haben. Ach so, gut. Ja. Es gab eben beides. Es gab natürlich diese entsetzlichen Hungerwinter 46, 47, in der nochmal viele, viele Leute gestorben sind. Es gab einfach wahnsinnig kalte Wohnungen. Es gab Brennholzmangel. Die Leute haben ja, wie man weiß, in Berlin den ganzen Tiergarten abgeholzt. Es gab gleichzeitig aber auch, und zwar gerade wegen dieser Härten, so eine gesteigerte Lebensintensität. Man hatte wirklich Lust, den Moment, der einem dann noch blieb, bis aufs Äußerste auszukosten. Ganz viele Leute berichteten damals in Briefen und in Tagebüchern, dass sie fast täglich tanzen gingen. In Berlin gab es... auch Frauen. Auch Frauen, ja gerade Frauen. Die meisten Männer waren ja noch gar nicht zurück. Und deshalb in den 60 Tanzclubs in Berlin, die unmittelbar nach 45, nach der Kapitulation, wieder aufmachten, da fand man sehr viele Frauen. Die tanzten miteinander, weil die Männer noch gar nicht da waren. Und die verstanden sich auch wirklich wunderbar dabei und bedauerten, dass keine Männer da waren, die bezahlen konnten. Da gibt es eine wunderbare ein Tagebucheintrag von einer 18-Jährigen, die sagten, ach, wenn nur meine Männer wieder da wären, also damit ich nicht immer alles alleine bezahlen muss, aber bitte nicht nur deswegen. Aber man hatte auf jeden Fall eine geradezu Vergnügungsgier. Also es gab dann natürlich ein paar Leute, denen das peinlich war, die viel, viel verloren hatten. Und die sich sehr abfällig darüber geäußert haben. Aber das waren nicht unbedingt die moralisch Besseren. Also das waren einfach diejenigen, die sehr, sehr viel Selbstmitleid hatten und das nicht ertragen konnten, dass andere nun so fröhlich waren. Aus Gründen des Schuldgefühls haben ganz wenige Leute die Vergnügungssucht nach 45 verurteilt. Also so weit war die Erkenntnis dessen, was man sich da geleistet hatte, noch nicht. Also Sachbücher schreibt man aus verschiedenen Gründen. Jeder Autor, jede Autorin hat so ihre oder seine Gründe über Bienen, über Eisenbahn, was auch immer. Warum haben Sie dieses Buch schreiben wollen? Also einmal schreibe ich wahnsinnig gerne. Und ich schreibe keine Romane, weil ich meiner Fantasie misstraue. Ich finde, also alles, was sich real ereignet hat, in der Regel, wenn man nur genau genug hinguckt, immer interessanter, als was ich mir ausdenke. Die Erfahrung habe ich oft gemacht. Deshalb kommen Romane irgendwie für mich überhaupt nicht in Frage. Ich bin sehr neugierig und wollte wissen, wie die Deutschen mit dieser Niederlage klargekommen sind, wie sie mit der Anarchie klargekommen sind, die ihnen ja überhaupt nicht liegt. Wie die Bürokratie gearbeitet hat, nämlich genauso diensteifrig mit den neuen Herren wie mit den alten. Das lief reibungslos, der Übergang. Da gab es überhaupt keine Obstruktion, keine Sabotage, gar nichts. Die Amerikaner hatten all das erwartet und sich ungeheuer gewundert, also wie eifrig da und reibungslos diese Deutschen funktionierten. Da lernt man auch viel über den deutschen Beamtenapparat und über auch ja den unpolitischen Beamtenapparat. Und all das hat mich fasziniert und ich wollte das wissen, ich wollte eintauchen in diese Zeit und habe dann sehr viel gelesen. Ich habe, wie gesagt, Tagebücher gelesen, sehr viel Zeitungen, aus denen man ungeheuer viel lernt, sehr viele Zeitschriften, gerade aus Frauenzeitschriften lernt man wahnsinnig viel. Ich habe die Filme gesehen, ich habe die Schlager der Zeit gehört. Jeden Morgen zum Frühstück tönten dann so 50er-Jahre-Schlager und meine Frau wurde schon wahnsinnig damit. Und am Ende habe ich auch noch schwarz-weiß geträumt. Da wurde es mir dann selber so ein bisschen unheimlich. Also das heißt, Sie haben Capri Fischer gehört, Friedel Hensch und die Zypris. Und wie war das nochmal? Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien, sowas? Ja, das war ja die Nationalhymne. Also wir sind die Eingeborenen von Trizonesien ist eine Karnevalshymne von einem Kölner Bäcker. Das Jecke-Hefeteichen nannte der sich. Und mangels einer Nationalhymne hatten dann bei so den ersten internationalen, auch sportlichen
Begegnungen haben dann ausländische Kapellen immer diese Trizonesien-Hymne gespielt. Und Adenauer war das furchtbar peinlich und hat auch mit diesem Argument dann diese schnelle Entscheidung für das Deutschlandlied durchgepaukt. Aber ich habe so Schlager gehört wie SOS, ich brauche Liebe. Das ist ein Schlager, wo eine Frau in so einem ganz schneidenden Ton, also wirklich wie so ein Wachposten, der jemanden erwischt und dann so herrisch, soldatisch zum Stehenbleiben auffordert, so richtig anherrscht. Und dann singt sie immer SOS, ich brauche Liebe. Und das fand ich ungeheuer eindrucksvoll, auch diese starke Frauenstimme und dieses selbstbewusste Fordernde. Und das ist ein Song, der sehr, sehr typisch ist für diese Zeit. Der stammt vom Text her eigentlich aus den 20er Jahren, aber hatte da so eine Neuinterpretation erlebt, die sehr viel verrät über den Zeitgeschmack damals und über den Zeitgeist. Haben Sie Lust, uns ein Stück vorzulesen? Ja, gerne. Soweit ich orientiert bin, Sie müssen ein bisschen Nachsicht haben, aber wir sind hier ja alle sozusagen ultra freundlich zueinander. Es ist nicht die perfekte Lesebrille, die Schrifttype ist nicht so groß, aber wir versuchen unser Bestes. Herr Jena. Ja, ich versuch's. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, aber ich versuch's mal. Also das Licht geht ganz gut. Das ist ein Stück aus der Einleitung, die ich für die Berliner Zeitung kombiniert habe mit einem Kapitel über die Tanzwut. Ist das laut genug? Die kollektive Erinnerung an die Nachkriegszeit ist von wenigen Bildern geprägt, die sich tief ins Gedächtnis eingebrannt haben. Der russische Soldat, der einer Frau das Fahrrad entreißt, dunkle Schwarzmarktgestalten, die sich, ich muss diese Brille mal justieren, das ist so eine doofe Gleitsichtbrille, die sich um dunkle Schwarzmarktgestalten, die sich um ein paar Eier drängen, die Nissenhütten, in denen Flüchtlinge und Ausgebombte hausen. Diese Ikonen sind visuell so stark, dass sie die öffentliche Erinnerung an diese ersten Nachkriegsjahre wie ein immer gleicher Stummfilm strukturieren. Dabei fällt das halbe Leben unter den Tisch. Die Erinnerung färbt schön, sagt man. Für die Nachkriegszeit gilt das Umgekehrte. Sie wurde im Rückblick immer düsterer. Der Grund dafür liegt in dem verbreiteten Bedürfnis der Deutschen, sich als Opfer zu sehen. Je schwärzer die in der Tat schrecklichen Hungerwinter würden, umso weniger Wöge, so glaubten offenbar viele, am Ende ihre Schuld. Hört man genauer hin, vernimmt man das Lachen. Man stellt sich die Nachkriegsjahre bitter ernst vor. Das ist wenig verwunderlich angesichts der herrschenden Gewalt, Not und Unsicherheit. Und doch wurde unglaublich viel gelacht in diesen Jahren. Getanzt, gefeiert, geflirtet und geliebt. In Filmen und historischen Romanen kommt das selten vor, denn zum Ernst der Handlung, die man herüberbringen will, will das ausgelassene Treiben schlecht passen. Das Gefühl des Unpassenden befiel die Zeitgenossen ja selbst. Sie feierten aber trotzdem, viel ausgiebiger als je zuvor und sicher hemmungsloser als in den späteren Wohlstandsjahren, als man sich in den eigenen vier Wänden mehr und mehr konsolidierte. Nach den Schrecken der Bombennächte und den Ungewissheiten der ersten Besatzungstage brach sich die Freude am Überleben mit ungeheurer Wuchtbahn. Es kam zu Ausbrüchen überschäumender Daseinsfreude, zu einer oft irrsinnig anmutenden Vergnügungssucht. Die Bedrohung des Lebens war noch allgegenwärtig, also wollte man es erst recht auskosten. Eine regelrechte Tanzwut brach aus und vielerorts war kreischendes, gellendes Lachen zu hören, das freilich nicht wenigen auf die Nerven ging. Ein Münchner erinnert sich,
Ich ging monatelang jeden Abend zum Tanzen, obwohl es selbstverständlich keinen Alkohol und nichts zu essen gab. Es gab nur ein saures Getränk, Molke genannt. Ich und alle anderen Tanzwütigen haben sich jeden Abend so amüsiert und waren so fröhlich, wie später trotz Abendessen und Alkohol selten wieder. Wie in München, so in Berlin. Die 18-jährige Berliner Sekretärin Brigitte Eike, ein lebenslustiges Mädchen, das Bücher geradezu verschlang, ständig ins Kino ging und noch lieber zum Tanzen, ließ sich ihre Leidenschaften auch durch den Fall der Reichshauptstadt nicht nehmen. Siebzehn Tage nach der Kapitulation ging sie wieder ins Kino. Am 8. Juli schon wieder groß aus, ins Café Villa, und zwar allein. Der Abend verlief ein wenig enttäuschend, wegen der fehlenden Männer, die im Feld geblieben oder in Gefangenschaft waren. Aber immerhin tanzten die Mädchen zusammen. Quer durch die zerstörte Stadt zog sie in den nächsten Wochen von einem wieder eröffneten Tanzschuppen zum nächsten. Bisweilen stand nur noch das Erdgeschoss, dem flotten Swing im Keller tat das keinen Abbruch. Es ging ins Lukas, einer Kneipe mit Tanzboden, in den Prater, ins Casa Leon nach Neukölln, in die Neue Welt, ins Café Wien an den Kurfürstendamm, ins Café Corso, ins Grinzing auf den Plaza Dachgarten am schwer ledierten Küstriner Bahnhof. An Männern waren nur jungsche Bengels da und davon eine ganze Menge, aber alles unter dem Durchschnitt, schrieb sie in ihr Tagebuch. Jetzt kommt das, was ich vorhin erzählt habe, das tut mir leid. Mögen doch endlich meine Soldaten aus der Gefangenschaft zurückkehren, notierte sie dort, dass ich nicht immer bezahlen muss. Aber in erster Linie natürlich darum, dass sie überhaupt wieder da sind. Nochmal kurz nachgeschoben, damit sie überhaupt wieder da sind. Ja. Ja. Geht das Mikro? Ja. Das hat mich total beeindruckt, das hatte ich auch in dieser Zusammenstellung noch nicht gelesen. Aber ich frage mich, so unfinster waren ja in moralischer Hinsicht die 50er Jahre dann doch nicht. Sie wurden finster gemacht. Die Regierung, die dafür stand, war die von Konrad Adenauer. Also inklusive der Nazi-Gesetze, die am Leben erhalten blieben. Also es gab sozusagen eine Remoralisierung. Haben Sie das in Ihren Quellen gefunden, wie sich dieser Prozess wiederum abspielte? Ja, der hat mich natürlich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Also ich habe mich immer gefragt, wie Verdrängung eigentlich aussieht. Ich habe mir das am Anfang des Schreibens so als ein vertrotztes, verdruckstes Schweigen vorgestellt. Das war es aber mitnichten. Die Nachkriegszeit war ungeheuer eloquent. Die Leute redeten viel, sie redeten auch über die Vergangenheit. Der Philosoph Theodor W. Adorno, der 1950 aus dem amerikanischen Exil zurückkam, der hatte eigentlich damit gerechnet, dass man so ein wirklich primitives Volk dort vorfinden würde, was vermuckst schwieg. Und zu seiner größten Verblüffung entdeckte er ein geradezu aufblühendes Geistesleben. Der ist über Jahre nicht darüber hinweggekommen, wie rege seine Studenten waren. Die hatten so einen stark am 19. Jahrhundert orientierten Denkstil, so ein bisschen Butzenscheibengelehrsamkeit nannte der das, die er gespenstisch fand. Aber mit dieser ungeheuren Eloquenz, also und dieser Bereitschaft zum Gespräch, hat er überhaupt nicht gerechnet. Es gibt viele Beispiele, wo die Bemühungen um Aufklärung unmittelbar mit einer Art Verdrängung zusammenfallen. Ich habe beispielsweise eine Zeitung gefunden, genannt Der Standpunkt, da schreibt eine Autorin 1947, Anfang 47, warum kann die Deutschen eigentlich keiner leiden? Und dann heißt es so weiter in dem Text, es gibt wie in jeder Familie gibt's die gehätschelten Schoßkinder, das ist die Schweiz, und es gibt die Prügelknaben, das ist eben Deutschland.
dieser Doppelsinn schon, Prügelknabe, also das kann ja beides sein, einer der austeilt und einer der einstecken muss. Und dann schreibt sie durchaus weiter, sie zitiert also die Reden von Thomas Mann, zitiert den Bruder Hitler. Ihr ist durchaus klar, dass es viele Verbrechen an der Ostfront gab und trotzdem stellt sie sich in aller Naivität diese, finde ich, für mich gespenstisch anmutende Frage, warum kann die Deutschen eigentlich niemand leiden? Und diese Beispiele findet man sehr, sehr häufig, dass den Deutschen über Jahre nicht klar war, wie sehr sie sich in den Augen der Welt desavouiert hatten. Und das Ausmaß also dieser grauenhaften Verbrechen, die sie begangen hatten, das ließen sie erst Stück für Stück zu. Und ehrlich gesagt wundert mich das nicht. Ich finde das vom Standpunkt der historischen Gerechtigkeit zwar grauenhaft, ein schockierendes, eine moralische Katastrophe. Ich frage mich aber, wie es hätte anders funktionieren können. Also wie sollte jemand, der die Verbrechen des Holocaust und des Völkermords in der Sowjetunion in der ganzen Ausdehnung an sich herankommen lässt und sich als schuldig begreift, direkt oder indirekt, durch Mittun, Stillhalten, Zujubeln, wie soll der die Kraft hernehmen, wie diesen harten Nachkriegsalltag durchzustehen? Und dann ganz praktische Lebensfragen. Wie soll ich meinen Kindern Gut und Böse beibringen, wenn ich selbst einsehen muss, dass ich jegliche moralische Kompetenz dazu verloren habe? Also allein der Zwang, mich trotz dieser Vergangenheit irgendwie den Kindern, die ja nun mal da sind, die ich erziehen muss, als Vorbild darzustellen, führt schon dazu, dass ich aus Gründen eben des Weiterlebens und der Verpflichtung den Kindern gegenüber die Vergangenheit verdrängen muss. Deshalb spricht man ja auch mittlerweile, auch von angelsächsischen Historikern beispielsweise, durchaus von einer Verdrängungsleistung, die die Deutschen da verbracht haben. Das ist natürlich, wie gesagt, vom Standpunkt der Gerechtigkeit her absolut katastrophal. Aber mich wundert nicht, dass es eine Generation brauchte fast, um sich damit tiefschürfend auseinanderzusetzen. Man darf aber nicht vergessen dabei, dass die 50er Jahre und auch die späten 40er Jahre viel kontroverser waren, als man sich das vorstellt. Natürlich gab es den Globke, also diesen Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze da im Kanzleramt unter Adenauer. Aber was immer vergessen wird, es gab auch wahnsinnig viel Protest dagegen. Es gab natürlich also 1949 eine rassistische Rede in dem neu gegründeten Bundestag. Es gab aber auch Abgeordnete der SPD, die diesen Redner anschließend verprügelten beim Verlassen des Bundestagsgebäudes. Insofern ist also die eine Seite der Vergangenheit dann ganz stark in den Vordergrund gestellt worden. Aber die andere Seite, nämlich der Protest dagegen, ist seltsamerweise auch verdrängt worden. Also besonders schön fand ich, ich muss mal kurz die Zwischenüberschrift raussuchen, hat mir eine sehr noble Integration eines Start-up-Unternehmens in den 50er Jahren gefallen. Also schon dieses Kapitel alleine hätte jetzt einen Vorabdruck gelohnt und die Lektüre des Buches ohnehin. Jetzt fehlt mir die Brille, ich hoffe, ich kriege es richtig gelesen. In dem siebten Kapitel, in dem es um bereits sozusagen Zukunftsentwürfe ging, nicht nur um die Entgrenzung, um Ekstatisches, da ist die Generalzwischenüberschrift, die Generation Käfer stellt sich auf. Und dann hat mir ehrlich gesagt das Kapitel über Beate Uhse am besten gefallen. Also wie eine, das muss man, glaube ich, ganz offen sagen, Nazi-gestählte, als Frau in einer Art Nazi-Feminismus aufgewachsene Frau, sich eine Fliegerin, die hochqualifiziert war, die gegen alle Widerstände im Grunde genommen erheblich zur Liberalität der Bundesrepublik beigetragen hat. Hat Sie das selber auch erstaunt oder wussten Sie das schon vorher? Nein, das wusste ich nicht. Ich habe mir überlegt, wie ich den wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik darstelle und ich habe das gemacht an zwei extrem unterschiedlichen Beispielen. Einmal dem VW-Konzern,
Menschenplantagen nennen Sie das. Ja, das ist eine unglaubliche Barackenstadt gewesen, was mir wirklich nicht klar war, dass 1945, Wolfsburg war ja sehr jung, der Gründung von 1939, das gab dieses riesige Werk und es gab also entsetzlich anmutende, lausige Baracken, in denen die Zwangsarbeiter erst den Käfer zusammenschrauben sollten und dann diesen sogenannten Kübelwagen, der daraus entstand für die Wehrmacht. Und dann daraus entstand dann der VW-Konzern als eine richtige Industriearmee, muss man schon so sagen. Die haben sich auch so begriffen und ihren Generaldirektor Nordhoff immer nur den General genannt. Und er nannte seine Arbeiter meine Arbeitskameraden. Das hat schon was ziemlich Gespenstisches. Und dagegen habe ich dann eine Einzelunternehmerin gesetzt, nämlich Beate Use. Das ist ein echtes Start-up-Unternehmen. Die Beate Use war eine Testpilotin, die dann auch als Pilotin fertig zusammenmontierte Flugzeuge von den Flugzeugwerken in Berlin und Brandenburg an die Fliegerhorste nahe der Fronten flog. Und die, als es mit dem Krieg dann zu Ende ging und die Russen immer näher kamen, nahm sie ihr Kindermädchen und ihren kleinen Sohn, steckte sie in eine kleine Zwei-Propeller-Maschine und flog damit von Tempelhof nach zu einem britischen Flughafen hinter quasi in der britischen Besatzungszone. Sie wurde dann festgenommen, kam in Kriegsgefangenschaft für nur wenige Monate, wurde dann entlassen und begann so ein, ja, eigentlich ein Hausierergeschäft. Sie verkaufte so ein paar Knöpfe und Zeitungen und ging damit von Haus zu Haus. Und dann lernte sie bei diesen Hausgesprächen, bei diesen Verkaufsgesprächen an der Haustür, die Sorgen der Frauen kennen. Und das war in erster Linie die Sorge, jetzt in dieser Zeit der Ungewissheit Kinder zu bekommen. Dass man ziemlich viel Liebe macht, da hatte ich ja schon erzählt. Und deshalb war auch die Sorge irgendwie mit den Kindern sehr berechtigt. Und das hat die Beate Use sehr genau gespürt und dann eine Broschüre herausgebracht unter dem Titel Broschüre X. Die hat sie so auf einer alten Schreibmaschine geschrieben, hektografiert. Und da erklärte sie die Verhütungsmethode nach Knaus Ogino. Das hatte sie alles geklaut aus verschiedener wissenschaftlicher Lektüre. Ihre Eltern waren ja Ärzte und die Verfasser hat sie gar nicht genannt, aber das tat ja auch so erstmal nicht zur Sache. Die Methode funktioniert ja halbwegs leidlich. Und diese Broschüre hat sie zum Kauf angeboten für 20 Reichspfennige und machte damit einen gewaltigen Umsatz. Also sie hatte 5000 Stück binnen kürzester Zeit verkauft, druckte danach. Und aus diesem kleinen Unternehmen, also aus dieser ersten Geschäftsidee, wurde dann peu à peu das Versandhaus für Ehehygiene Beate Use. Und ihr Büro und ihr Lager waren pikanterweise zunächst in Lübeck in einer Kirche. Haben Sie Fragen? Möchten Sie? Das war schon. Das hat er gerade gemacht. Wollen Sie noch ein kleines Stück lesen? Nein, ich könnte was vom Ende anbieten. Das Buch ist hier. Er muss es anbieten, genau. Den Anfang. Ja. So, jetzt ist die Type ein bisschen größer. Ich hoffe, dass es besser geht mit meiner Brille. Das ist aus dem Nachwort und heißt Nachwort Doppelpunkt das Glück. Mag man auch die mangelnde Wahrheitsliebe der deutschen Nachkriegsgesellschaft verurteilen, so kommt man kaum umhin, ihr eine Verdrängungsleistung zu attestieren, von der die Nachkommen aufs Äußerste profitierten. Dass sich trotz der verbreiteten Weigerung, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, und trotz der massiven Rückkehr der NS-Eliten auf ihre alten Positionen in beiden deutschen Staaten vom Nationalsozialismus geläuterte Gesellschaften durchsetzten, ist ein viel größeres Wunder
als das sogenannte Wirtschaftswunder. Fast so beunruhigend, wie die Dimension, in der Deutschland zum globalen Albtraum werden konnte, ist die schlafwanderische Sicherheit, mit der es danach seine Biederkeit wiedergewann. Das Wunder ist gerade deshalb eines, weil es so unspektakulär ausfiel. Von einer unscheinbaren, zivilen, biederen Realität hatte Alfred Döblin geträumt, weil er sie als Gegenpol zur großspurigen, antibürgerlichen NS-Tyrannei sah. Er konnte nicht ahnen, dass sein Traum in der Mittelstandsgesellschaft der BRD und den Nischenidyllen der DDR zur häufig karikierten Wirklichkeit werden würde, zum bespöttelten Paradies des Mittelmaßes. Wie es gelingen konnte, dass sich die Mehrheit der Deutschen bei aller hochmütigen Zurückweisung individueller Schuld zugleich einer Mentalität entledigte, die das NS-Regime möglich gemacht hatte, versuchte dieses Buch zu ergründen. Der Schock der radikalen Ernüchterung spielte dabei eine zentrale Rolle, so groß wie der vorangegangene Größenwahn. Aber auch die Anziehungskraft gelassenerer Lebensweisen, wie sie die Alliierten verkörperten, die bittere Sozialisation durch den Schwarzmarkt, die Mühen der vertriebenen Integration, die spektakulären Streitereien um die abstrakte Kunst, das Vergnügen am neuen Design. Sie beförderten einen Mentalitätswechsel, auf dessen Grundlage die politischen Diskurse um die Demokratie allmählich Früchte tragen konnten. Von wesentlicher Bedeutung für den guten Abschluss der Nachkriegsgeschichte war die Macht des wirtschaftlichen Aufschwungs. Diese hat es ermöglicht, 12 Millionen Vertriebene, 10 Millionen demobilisierte Soldaten und mindestens ebenso viele Ausgebombte irgendwie unterzubringen. In Provisorien, die als Heimat zu bezeichnen, ein Wechsel auf die Zukunft war. Ob die Bundesrepublik ohne das Wirtschaftswunder jene legendäre politische Stabilität errungen hätte, die die Kinder unter der Parole keine Experimente so behutsam heranwachsen ließ, dass sie in den 60er Jahren großspurig ihre Kulturrevolution beginnen konnten, ist eine Frage, die zum Glück reine Spekulation bleiben muss. Danke, Harald Jenner.